Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Der Applaus zeigt's und der Sprint in der Schnelligkeit des letzten Stückes zeigt uns an, jetzt sind die neuronalen Netze der Zuhörer dran. Ja? Dankeschön. Ich darf jetzt einen Kurzbeitrag ankündigen, der ein zweites Projekt rund um das Institut Zentrum für Beratungsforschung an der Uni Köln Erziehungswissenschaftliche Fakultät deutlich macht und sozusagen im Anschluss an das Projekt von heute Morgen, ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Projekt, Chor in Kombination mit Professor Dr. Mario Winter. Was hier zusammenkommt, hat mich schon lange angetriggert, würde ich sagen, und total spannend gehalten. Wie kommt Informatik und Beratung zusammen? Und was sagen alteingesessene Familientherapeuten, wenn ganz viel Informatik in Beratungsprozessen einen Platz finden könnte? Und wie schlimm ist es, oder was lässt es vermuten, wenn vielleicht die unmittelbare Kommunikation sich verändert, wenn sie vielleicht andere Formen gewinnt? Und ich freue mich, euch beiden jetzt den Platz zu lassen, dass ihr erzählt von eurem Projekt. Wo seid ihr dran? Was sind erste Ergebnisse? Wie geht's weiter? Dankeschön. Ja, danke dir. Ich hab hier sowas um, 1, 2, 3, geht da hinten auch, hallihallo, schön. Ja, super. Dirk, du hast heute schon so viel erzählt, so viele tolle Sachen auch, ich fange jetzt einfach mal an. Genau. Okay? Gut, ja, natürlich freue ich mich total, hier mit dem Dirk stehen zu dürfen, hier vor euch stehen zu dürfen und von einem Projekt erzählen zu dürfen, was jetzt seit knapp zwei Jahren unterwegs ist. Ja, seit gut 2 Jahren kann man fast sagen. Was wir zusammen auf den Weg gebracht haben und immer noch begleiten dürfen und wo ganz viele, auch vielleicht auch einige von denen, die hier sind, von einigen wenigen wissen wir es, schon mit begleitet haben. Es geht einfach, ja, eigentlich geht es um gelingende Kommunikation. Ja. Gelingende Kommunikation, nämlich zwischen Menschen, die aus total unterschiedlichen Rollen kommen. Und mit der netten Anmoderation ist die Forschungsfrage eigentlich auch schon gestellt worden. Forschungsfrage, kann man eigentlich IT und Lebenswissenschaften in dem Format zusammenbringen, dass IT nicht als störend, bedrohlich, ne, der eine sitzt hinter dem Flachbildschirm, der andere davor, erlebt wird. Ja, mein Name ist Mario Winter, auch schon gesagt worden, von der TH Köln, ne, also die Eingeweihten wissen es ja alle, die TH Köln ist die Fachhochschule Köln, umgenannt vor... Ja, im September 2015 in TH Köln, Arts, Technologies, Sciences. Ja, wie ist es eigentlich zu dem Projekt gekommen? Es ging eigentlich damit los, dass wir über Genogramme mal geredet haben, im Urlaub. Ne? Genau, im Urlaub, ja. Wir kennen uns nämlich. Und im Urlaub haben wir darüber gesprochen. Und die Petra, deine Frau, die ja auch hier ist, die ist auch systemische Beraterin, Erfahrene, und da haben wir zusammengesessen und haben gedacht, wie könnte man eigentlich das Problem, sage ich jetzt einfach mal so, obwohl das vielleicht so negativ klingt, mit der Arbeit mit Genogrammen in Beratungssituationen. Und viele, die das tun, einige sitzen ja hier, also grundsätzlich mit Genogrammen arbeiten, die wissen, man malt ja dann irgendwo hier noch einen Bruder dazu, irgendwas. Irgendwas gibt's, koppelt sich hier. Groß, vielleicht dürfen wir nicht so nah zueinander. Das ist schade eigentlich. Ne? Wir machen ja in den Genogrammen eigentlich, ich erkläre es nochmal ganz kurz, eine Art psycho-biosoziale Visualisierung von Familien erstmal. Also wir denken auch, dass man das eventuell später mal übertragen kann auf Soziogramme oder Organigramme. Aber das Programm, was wir im Moment entwickeln,
Wobei ich muss immer sagen, was die Informatiker entwickeln und wo wir ganz eng und nah dabei sein dürfen, geht erst einmal tatsächlich um Genogramme. Das heißt eigentlich ein Familienstammbaum mit Zusatzinformationen, die durchaus auch in Folge von, hier sind zum Beispiel die Wohngemeinschaften in Kreisen gekennzeichnet. Man kann da aber auch ganz viel noch zu den einzelnen Personen dann dazu schreiben, wie Beruf, Krankheiten sind oft auch interessant, denn letztlich die Theorie, die Beratungstheorie, sage ich mal so, versucht das ganz kurz zusammenzufassen, die dahinter steht, ist, dass es durchaus Familienmuster gibt, dass es zum Beispiel Art und Weisen, typische Art und Weisen in Familien mit Konflikten umzugehen, also mit Übergängen zum Beispiel oder mit anderen Konflikten, und dass die sich über Generationen hinweg tradieren. Bisschen persönlich, ich habe seit dem Projekt eigentlich auch in meinen Beratungen das Genogramm immer mehr eingesetzt und merke immer mehr, wie wirkmächtig tatsächlich letztlich dann doch nämlich auch unser so geworden sein. Und wenn wir das wieder ein bisschen zurückspiegeln an das, was ich ganz am Anfang sagte, das ist so eigentlich so auch ein bisschen ein analytischer Ansatz dann tatsächlich. Also dass wir sagen, okay, wie sind wir eigentlich groß geworden und was hat das für einen Einfluss auf das Hier und Jetzt, auf die Situation? Aber ja, vielleicht noch so ein bisschen zu dem Beginn. Ja, ne, das ja, zu dem Beginn, genau, das wollte ich dich eigentlich fragen. Danke für diese Einführung nochmal. Wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben also darüber geredet, interessanterweise natürlich durch Petra auch, bin ich auch so ein bisschen in diese Genogrammarbeit schon mal involviert gewesen. Und als Informatiker, als der ich ja auch hier stehe, ne, diese inneren Rollen, da ist natürlich der Informatiker bei mir ganz groß. Ich habe auch überlegt, soll ich den vielleicht heute mal zu Hause lassen? Klappt nicht so ganz, sollte auch vielleicht nicht so ganz klappen. Der sieht bei solchen Dingen sofort eine mathematische Struktur und das nennt sich ein Graph. Ein Graph ist so ein Gebilde, da haben wir viele, viele Knoten, nennt man das, und Kanten, die diese Knotenverbindung verbinden. Also eine Struktur, mit der man Systeme beliebiger Art visualisieren kann. Und ich denke, Bilder sind auch in der Beratung ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir darüber gekommen, zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn man in einer Beratungssituation so ein Genogramm, ein Bild erstellt, auf dem Papier klassischerweise. Und wie würde sich das ändern? Das ist die Forschungsfrage. Wie würde sich das ändern, wenn man das auf einen kleinen Helfer überträgt? Ne? Hier so ein Tablet-Computer oder ein Smartphone, ein etwas größeres oder so. Ändert das die Situation? Ist also das ein ganz elementarer Punkt, über was für ein Medium das aufgeschrieben wird oder nicht? Und um sowas rauszufinden, muss man eigentlich mit sowas experimentieren. Und das ist auch genau das, was wir angefangen haben. Hier ist ein Bild aus unserem Projekt, wo eine Beratungssituation gespielt wird. Denn das Projekt, das haben wir aufgesetzt, indem wir Studierende von Dirk, sind einige hier, die hier im Projekt mit drin waren oder sind? Bestimmt. Von einigen da hinten, hallo. Ja. Clara noch hier. Clara ja auch mit ganz tief im Projekt. Clara Stein, Sven Kullak von unserer Seite konnte heute leider nicht. Um sowas auszuprobieren, muss man so etwas haben, aber es gab so etwas nicht. Jedenfalls nicht in der Form auf einem Rechner, dass man das irgendwo als Substitut für ein Blatt Papier nehmen konnte. Unser Ansatz im Projekt, in diesem forschenden Lehrprojekt, war dann, dass wir die Studierenden in Form eines Apprentice mit reingezogen haben, also die Lehrlinge, die dann hier sitzen, und probiert haben, Expertinnen, hier die Karin, mit reinzuziehen, die dann gezeigt haben, wie ein Genogramm erstellt wird, was da passiert, um diesen Kontext der Genogrammerstellung klarzumachen. Und um jetzt nochmal auf gelingende Kommunikation zurückzukommen, hier gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, die hier sind. Und das heißt also, die Informatiker von der TH und die Pädagogikstudierenden von der Universität, die mussten irgendwie zusammenkommen. Ne? Da hatten wir natürlich... Ja... Ich fand gestern die quantifizierte Auditoriumsanalyse super. Wer ist noch Informatikerin oder Informatiker hier? Ich habe gedacht, es wäre nur 1%, aber es sind 2%. Prima. Ja, Vorurteile. Kommunikation, Vorurteile. Wir haben heute
von Welten gehört, Lebenswelten, die teilweise total unterschiedlich sind. Und das war da die erste Aufgabe, ne? Die erste Aufgabe, der wir uns stellen mussten, diese Welten unter den Studierenden erstmal irgendwie zusammenzubringen. Genau, denn im Prinzip haben wir uns jetzt auch für heute überlegt, gelingende Kommunikation in dem Projekt eigentlich auf mindestens zwei Ebenen. Ja. Also ob uns das wirklich gelungen ist, das muss man dann nochmal auch, das können wir selbst vielleicht gar nicht beurteilen, weil wir zu sehr befangen sind. Aber auf der einen Ebene tatsächlich, dass wir mit Studierenden dieses Projekts seit 2 Jahren, zum Teil wechselnde Studierende, zum Teil aber auch Studierende, die seitdem dabei sind, in den durchaus auch Vorurteilen, das wurde ja auch in den Reflexionsportfolios ganz klar benannt, man hatte gewisse Klischees von den Informatikern oder von den Pädagogikstudentinnen, es war nicht immer, aber manchmal schon auch eine Gender-Thematik natürlich. Und auf der anderen Seite natürlich der inhaltliche Teil des ganzen Projektes, halt also tatsächlich eine Software zu entwickeln, die gelingende Kommunikation in Beratungssituationen möglich macht. Genau. Und der Fokus ist ja erstmal noch erst ein bisschen auf die Studierendenperspektive des Projekts. Diese Ebene, wo wir halt versuchen mussten, Kommunikation unter den Studierenden zu ermöglichen. Das waren ganz spannende Momente, wo die Studierenden von dir, Dirk, und die von uns von der Hochschule dann zusammengekommen sind und auch im Vorfeld schon, wenn wir mit den jeweiligen Gruppen geredet haben, da wuchs eine Spannung heran auf den ersten Workshop, zu dem wir uns dann getroffen haben. Und das hat im Endeffekt, ja, ich glaube, wir können sagen, ganz gut geklappt, dass die Gruppen zusammengekommen sind. Aber da wir das ja tatsächlich nicht sagen können, lassen wir mal ganz kurz die Studierenden zu Wort kommen, was die davon gehalten haben, was die Studierenden in ihren Reflexionsberichten hinterher geäußert haben nach dem Kennenlernen. Genau. Wir lesen das einfach mal abwechselnd vor, weil wir haben getestet. Von da ganz hinten kann man es wahrscheinlich nämlich nicht lesen. Ein Zitat ist, wie sich später herausstellte, hatten die Pädagogen gegenüber den Informatikern Vorurteile und die Informatiker gegenüber den Pädagogen ebenso. Wobei beide Seiten zum Schluss positiv überrascht waren. Also da gab es eine Verstörung im systemischen Sinne. Genau, und im Verlauf des Seminars und vor allem durch den Einsatz der Experten in diesem Setting in den folgenden Blocktagen wurde mir bewusst, wie komplex das Einsatzgebiet von Genogrammen sein kann und vor allem, wie unterschiedlich die Arbeitsweisen der verschiedenen Berater sind. Also da Beobachtung von Kommunikation von Beratern. Und neugierig waren wir anfangs selbstverständlich auch darüber, wer die Pädagogikstudentinnen sind und wie sich die gemeinsame Arbeit mit ihnen gestalten würde. So war es also sehr spannend, als wir die Kölner dann am ersten Blocktag endlich kennenlernen durften. Gut, dass du das vorgelesen hast. Genau, ne? Kölner muss man erklären, der Campus Informatik ist in Gummersbach von ganz der TH Köln. Das ist eine Besonderheit. In dem schönen Handballort Gummersbach. Ja, hier haben wir noch eins. Die Experten gaben uns fundamentale Hinweise für die Erarbeitung der Software. Doch waren sie sich untereinander zum Teil auch uneinig. Ganz klar, ne? Die eine macht Genogramme so, die andere so. Die daraus entstehenden Diskussionen führten uns vor Augen, wie unterschiedlich verschiedene Berater und Therapeuten mit Genogrammen arbeiten, wie individuell die Schwerpunkte sind und wie danach die Anforderungen an die Software variieren. Vielleicht ganz kurz da auch noch zu, wir haben tatsächlich also Experten immer mal wieder vor Ort gehabt, wir haben aber auch 19 Experteninterviews durchgeführt und haben da ganz explizit danach gefragt. Und um das Ergebnis ganz kurz zusammenzufassen, die Arbeit mit Genogrammen ist dermaßen heterogen, dass man das gar nicht anders kürzer zusammenfassen kann. Also viele Berater arbeiten während der Sitzung, manche erst danach, manche machen das Genogramm mit den Klienten zusammen, manche machen es alleine, behalten es sogar nur für sich als eine Art Diagnose, manche machen es, erstellen es selbst und teilen es dann aber mit den Klientinnen, also wirklich unterschiedlichst. Ein Zitat noch, ein letztes, diese gesamte Veranstaltung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Informatikern, die Entwicklung einer Software, das Entstehen von Freundschaften, alles das hätte ich zu Beginn nicht einmal zu Glauben gewagt. Ja, da. Na gut, vielleicht muss man so einen gewissen sozialen Erwünschtheit. Ich meine, das sind jetzt Portfolios, die wir nachher benotet haben. Vielleicht
Müsste man, also wenn man das jetzt wissenschaftlich auswertet, müsste man das irgendwie mitdenken, aber das klammern wir jetzt mal aus. Gut, ja, das sollte einen Eindruck geben. Wir sind dann mit diesen Gruppen losgelaufen, haben drei Gruppen jeweils ein Konzept erstellen lassen, beziehungsweise die Gruppen haben es selbst erstellt. Wir haben nur wenig angeleitet, ganz selbstständig da vorgegangen. Und hier sehen wir, wie eine Gruppe ihr Konzept auf dem Papier vorstellt, wie das Arbeiten mit Genogrammen an einem Rechner aussehen könnte. Ja, so sieht es jetzt tatsächlich aus. Wir sind also mit unserer Software so weit, dass wir tatsächlich auf einem Tablet, so wie dieses hier, ein Genogramm erstellen können und darin rummalen können und da hoffentlich eben auch mit einem Stift so ähnlich wie das Papier. Tom Lewold, der auch mal dabei war, der hat immer gesagt, ich brauche das unendliche Papier, ich muss Platz haben, ich muss verschieben können, ich muss da meine Anmerkungen machen können, und das haben wir probiert abzubilden. Kann man auch draußen angucken. Wir haben gegenüber vom Bücherstand auch einen Stand, wo die Clara auch in den Pausen sitzt, wo man sich das anschauen kann. Genau. Und wir glauben, dass wir da mittlerweile dem Papier, dem Unendlichen, ganz schön nahe gekommen sind. Genau. Also davon abgesehen, dass ich ganz viele neue Vokabeln kennenlerne, also das ist jetzt, glaube ich, die Beta-Version oder die Alpha? Oder? Das ist die Beta-Version, okay. Noch die Alpha-Version ist in der Mache. Genau, das heißt, wir sind aber jetzt, und deswegen ist auch, war unser Ziel für heute so ein bisschen Geschmack machen, so ein bisschen Advertiser für das Ganze. Wir sind auch mit dem Karl-Auer Verlag in Kooperation und werden da wahrscheinlich was drüber dann auch publizieren. Aber vor allen Dingen würden wir uns jetzt schon wünschen, ich hoffe, ich formuliere das richtig, sonst korrigierst du mich, Mario, wer schon mit Tablets arbeitet, und bitte erstmal nicht mit Apple, sondern also mit Android-Tablets, genau. Hier die von Samsung, Google und so weiter. Und im Idealfall auch schon ein bisschen Erfahrung damit hat, mit einem Stift auf dem Tablet zu schreiben. Und sich bereit erklären würde, uns zu unterstützen in dem Projekt, der würde nämlich dann schon mal ein Softwareprogramm von uns bekommen, und wir würden in ganz engmaschiger Kommunikation und Rückmeldeschleifen würden wir das natürlich immer weiterentwickeln. Deswegen, die das wären, bitte nachher, die Clara ist wie gesagt unten hier vorne, direkt haben wir einen kleinen Stand von Ingeno, so heißt das Projekt, und da bitte eine Liste eintragen, da würden wir uns total drüber freuen. Genau, und das ist das, was die Benutzer von Ingeno sehen. Die Informatiker sehen natürlich noch mehr. Die sehen die innere Struktur, die sehen in der inneren Struktur den eigenen Programmcode. Und das ist Gott sei Dank etwas, was man bei der Anwendung überhaupt nicht sehen muss. Also von daher ganz schnell wieder weg. Ja, wir würden uns freuen, wenn sich einige von euch eben zur Mitarbeit entschließen könnten. Diejenigen, die schon mit einem Android-Tablet mit Stift am besten arbeiten, gerne dann nachher bei der Clara. Ganz kurz nochmal da hinten, Clara, genau, Clara ist dann nachher an dem Stand auch unten zu sehen. Ja. Soweit. Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Genau, herzlichen Dank.